So, lo gucken ich denke kurz wo mal drüse mir gehen ich denke raus der Loik der geht schon richtig gestritzt morgen und zwar als hier noch mal zum Kameramann um Stand vom Lycée Technique Emil Metz ukom Loik passt du besser aus der Auto oder geht es? Also schmengen die Kameramann den erst noch mehr als dem Wirsch. Der tote Valo relativ sehr gegangen. Wir sind aber auch gekommen. Ich denke, für die Morgen, die Leute ein bisschen zu weisen, dass ihr schon richtig Leben im Siddhas. Wir sehen hier den Couloir, also wirklich den Haupt Couloir, wo dann am Ende die Leute los, aber sicher, ob die Fahrer rankommen, sich die Einzelsterne angucken und natürlich auch den ein oder anderen Lycée um Sitt kennenlernen. An den Lycée Privé Emil Metz, den heute hier sein Stand. Und natürlich weist alle Lycée sich von der besten Seite. Hier auf dieser Platz kriegen die eine oder die andere Sachen demonstriert. Heute zum Beispiel ein 3D-Drucker. Den will man besser kennenlernen. Den Chris Kaufmann, der steht bei mir. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Schon den Weekend, den ganzen Weekend, die wir hier aktiv, auch schon freudig. Schon gut interessiert, Schüler fand? Ja, ganz richtig. Also, wir sehen schon die 3D-Schlo hier. An Freitag hat man natürlich viele Klassen, die hier gekommen sind, die auch bei dem Stand ein bisschen gebastelt tun. Und sich auch insgesamt mal ein gutes Bild gemacht, weil das Schule zu bieten hat. Das ist Freude, also immer die Wichtigste in der Rolle. Freude ist für alles ein bisschen wichtig, weil da mehr Schüler eben hier sind, die dann auch potenziell sich können bei uns an die Schule anschreiben kommen. So ein 3D-Drucker fand ich ziemlich interessant. Ist das so etwas, was den im Computer da programmiert und dann mischt den dort oder wie? Genau, also 3D-Drucker geht in sich so, dass ihr um Computer vielleicht sein 3D-Modell mischt, entweder selber im besten Fall oder die Leute das im Internet drauf. Dann wird noch eine SD-Karte gemacht und dann eben halt einen Drucker geschickt und dann wirklich ausgedruckt, Schicht für Schicht. Schön, am Lycée Privé Emil Metz wird nicht just gedruckt. Was möchte Ihr Lycée so besonders? Wieso soll ich bei euch an die Schule kommen, wenn ihr sich für das und das interessiert? Für was soll ihr sich interessieren? Ja, soll ihr sich auf jeden Fall mal für den Handwerk interessieren. Das wäre schon eine ganz gute Voraussetzung. Da haben wir relativ viele Bereiche zu bieten. Sie wird bei den Schreinern, sie wird bei den Schlössern oder im Metallbereich drehen, fräsen. Also als Schule ist also von Natlin hier extrem gut equipiert. Wir sind ein Schule mit relativ wenigen Schülern. Die Stockademente ist ganz eng, sind viele Profen disponibel. An der Mittelstunde haben wir viele Attraktivitäten wie den Makerspace, wie Sport oder andere Sachen. Also als Schule wird schon viel zu bieten. Wir laufen flott zentral bei der Stadt, gut angebunden in den Zug. Da lohnt es sich wirklich für ein Kalanch zu kommen. Du hast den Handwerk angeschwert, wenn ich da ein bisschen wie weiter angucken. Wir können vielleicht ein bisschen dahinter gehen. Ein schönes Pult, das ist auch etwas, ein Projekt, wo Schüler gemacht haben, eben am Kader von ihren Kuren am Lycée. Genau, ganz richtig. Also heute den Dösch, den hier sieht, den ist ein Dorfschlussstück von unseren Schreinern, den sie gemacht haben, um hier ein Diplom zu kriegen. Natürlich sind das letzte Woche wirklich alle Schüler so ein Dösch gemacht, eben für ein Diplom, für Dorfschluss selbst. Also du seid ihr wirklich, wer so jung Schreiner können, Terrain, die gehen relativ gut ab, denn du dagegen auch gut bei mir an der Stufe stehen. Okay. Weil kann ich noch handeln, für den Kabel und alles zu verlieren, das flott vernähert, also wirklich ob Moos gemacht, super, wird Schüler noch fertig bringen, wenn sie aber ihr 3 Jahre gemacht haben bei uns. Wenn ihr dort etwas seht, den Lycée Privé Emil Metz als vielleicht etwas für euch. Camille, zurück bei dich. Merci, ja, man hatte gestern ja schon noch ein schönes Reportage vom Szenen aus dem Lycée zu Dummelding. Auch die können da gucken, ob er bei E.lu an dem Chris sein Nummer schön. Das ist natürlich mega. So, und völlig auch merci, Loiga, bis geschwind.